Wird Sarah heute ihr Traumkleid finden? Keine leichte Aufgabe für Heidrun Schwab bei Sarahs Budget von nur 135,28 Euro. Das ist es! Das ist es! Also, das passt nicht wirklich, denke ich. Ach Quatsch, das sitzt Bombe! Hier, kannst du mal mit Prosecco halten? Aber den will ich. Wieder! Mädels, was lacht ihr? Das ist es! Sarah hat ihr Traumkleid gefunden. Vielleicht sollten wir doch noch ein anderes probieren. Gut. Tja, zu früh gefreut. Vielleicht findet sich ja noch etwas in der Restekiste. Das ist es! Das ist es! Mädels, das ist es! Ich kann es fühlen! Ganz tief in mir drin! Sarah hat ihr Traumkleid gefunden. Wir könnten auch noch das andere anprobieren. Okidoki. Mädels, ich hab's. Das ist es. Wie schön. Sarah hat ihr Traumkleid gefunden. Das ist jetzt wirklich. Ist das jetzt ihr Kleid? Ja, das ist jetzt mein Kleid. Das fühle ich. Ein Traum. Ich bin eine Prinzessin. Mit über 3.800 Euro etwas über ihrem Budget. Aber schließlich heiratet man ja nur einmal. Felix, was sagt er? Bei dem italienischen Designerkleid sind auch Sarahs Freundinnen ganz aus dem Häuschen. Am Ende hat Sarah also doch noch ihr Traumkleid gefunden. Es ist so wunderschön! Ich liebe das Kleid, das ist so schön. Ein Traum, ein Traum! Was ist das denn? Was sind denn für schwarze Flecken hier? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich will das Kleid doch nicht haben. Ich will das Kleid nicht. Das habe ich vorher nicht gesehen. Damit sehe ich aus wie ein gerupfter Tumpenhuhn. Ich kaufe mir ein anderes. Ein Internet. Das Bill ja. Eilt ja auch nicht. Ich habe ja eh keinen Freund. Habt ihr noch Prosecco?